Ich würde wirklich gerne wissen, was da los ist. Das sind nämlich auch Zerg-Einheiten. Allerdings welche, die uns nicht zu viel auszusetzen haben. Oh, Ressourcen können wir immer brauchen. Und Zerg. Einfach nur Zerg. Zergzeug. Ah, okay. Hier gehen wir nicht hin, da ist nämlich die Basis des Zerg. Gut, wir gehen einfach mit denen mit. Abgebildet haben wir alles. Übrigens, das Raschen im Hintergrund ist nur Verpackungsmaterial vom Ikea heute, das gerade zusammengerollt wird. Wahrscheinlich, ja. Wir haben nämlich heute nicht nur einen Sessel gekauft, sondern auch... was haben wir da? Egal. Anderes Zeug auch noch. What the fuck ist denn das? Das sind offenbar die komischen Tunnelgräber, die wir erwähnt wurden. Oh, da kommen Zerglinge raus. Okay, das ist vielleicht nicht so toll. Das sollten wir wegmachen. Und schon ist er weg. Ja, die Mineralien sind jetzt alle weg. Wir haben allerdings noch viel. Wow. Was geht hier ab? Hey, nicht auf einer Seite gleichzeitig, ne? Okay, na, das macht nichts. Kommen wir reparieren die BBFs nämlich auch drauf. Die werden wir gleich mal wieder mit unseren Einheiten aushelfen. Ah! Ja, das wird doch etwas knapp. Aber das ist der letzte Konvoi, also das müsste schon ausgehen. Jawohl, letzter Konvoi. Wir haben sogar alle drei Zerg, Kokons zerstört. Das heißt, wir bekommen alle drei Forschungen. Ja, und die anderen zwei müssten wir. Anderen zwei Missionsziele müssten wir nämlich auch schaffen. Weil wir nur einen Kolonisten verloren haben bis jetzt. Also eine ziemlich einfache Mission. Das waren die letzten. Los, abheben! Ja, das war eine ziemlich einfache Mission, muss ich sagen. Auch wenn es hier in der Endsequenz jetzt nicht so aussieht. Auf jeden Fall deutlich einfacher als die Protoss-Mission. Die Evakuierung, cool. Oh, schwer 5. Lauter Erfolge hier. Okay, man muss für das der letzte Erfolg wäre, die Evakuierung auf normal abzuschließen und keinen einzelnen Transporter zu verlieren. Ich habe einen verloren. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube einer war's. Okay, schauen wir mal weiter, was auf der Hyperion so abgeht. Um 16 Uhr Bordzeit. Zeit für eine Siesta. Okay, egal. Offenbar nicht für Jim Rayner. Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich. Und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Cool, und mit der können wir wahrscheinlich forschen jetzt. Oh, wir sind gleich in der Schiffsmesse. Ja, reden wir mal mit Tychus. Hast du Dr. Hansen schon getroffen? Na sicher. Ich habe die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein?
Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Okay. Verdammt, was habe ich gerade nochmal gemacht? Okay, wir haben hier einige neue Tipps, und zwar das Labor und Forschungen und neue Söldner. Cool. Schauen wir mal zuerst. Ich habe ein paar neue Kontakte. Genau. Schauen wir zuerst mal, welche neuen Söldner wir haben. Also wir hatten ja die Warpigs angeheuert, also die sind von Haus aus dabei. Dann hätten wir noch die Devil Dogs und die Hammer Securities. Ja, die sind beide nicht so wirklich. Naja, ich lass die mal. Und schauen wir zuerst mal unsere Marke an. Das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zum Tychus. Du kannst es einfach nicht lassen, was? Ja, Tychus hat offenbar unsere Marke auf die Hyperion mitgenommen. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Entscheiden Sie selbst. Und entscheiden Sie so, wie wir es Ihnen sagen. Toller Fernsehsender. Wir schauen mal ins Labor. Commander, das außerirdische Artefakt ist sicher im Labor untergebracht. Wissen Sie, als ich es gesehen habe, musste ich sofort über meine besonderen Projekte nachdenken. Hey, ganz ruhig, Statman. Was meinst du mit Projekte? Bist du hier unten etwa am Herumforschen? Noch nicht, Sir. Wir fehlen noch immer einige Exemplare, um anfangen zu können. Sobald ich die habe, können wir einige Verbesserungen an unseren Waffensystemen und Taktiken vornehmen. Na, da bin ich ganz Ohr. Was brauchst du? Alles Mögliche. Ich habe die Einzelheiten in unsere Datenbank eingegeben. Wenn Sie auf einer Mission über etwas stolpern, das wir brauchen, werden Sie automatisch informiert. Jag dabei aber nicht das Schiff hoch. Okay, Statman. So, und wie funktioniert das jetzt? Protoss. Oh, hier können wir je nachdem, wie viel Forschung wir. Wie viele komische Forschungsobjekte wir gefunden haben in den Missionen, können wir dann einzelne Upgrades freischalten. Okay. Da können wir uns zwischen zwei aussuchen und ich würde sagen, Wir nehmen mal das. Oder nehmen wir das? Es kommt immer darauf an, wie toll das Geschütz ist, das da drauf ist, aber es sieht nicht allzu toll aus. Weil es sich sogar mit den kleinen Zergels hier so schwer tut. Dann nehmen wir das. Ja, bestätigen. Sehr gut. Und die ersten 5 hätten wir schon verbraucht. Protoss können wir offenbar nichts weitermachen. Müssen wir noch einiges Zeug einsammeln. Okay, dann sind wir hier mal fertig. Schauen wir, wie es aussieht mit dem Arsenal und unseren Upgrades, ob wir uns schon wieder was leisten können. Wie viel haben wir überhaupt? Wo steht denn das? Ah, 155. Sehr gut. Oh, 40% mehr Angriffsfläche. Plus 2 Rüstung. Schockmunition. 25 Trefferpunkte. Okay, ich sollte vielleicht das hier doch machen. Weil, wenn dann 6 drinnen sind und die Bunker viel aushalten,
Dann könnte ich die vielleicht reparieren. Ah, das werde ich mir überlegen. Schauen wir mal, was hier alles kostet. Trefferpunkte, Angriffsfläche. Nehmen wir mal das hier. Kostet 40.000, 280.000. Oh. Plus 2 Rüstung. Ja, das macht sie quasi unverwundbar gegen Zerglinge, weil das mit der Rüstung funktioniert so, dass die pro Punkt Rüstung vermindert man einen Punkt Schaden. Und wenn Zerglinge jetzt 6 Schaden machen und der Feuerfresser hat schon von Anfang an eine Rüstung und hat jetzt dann 3 Rüstung, dann machen die Zerglinge nicht 6 Schaden, sondern nur mehr 3 Schaden, was ja ungefähr die Hälfte ist, oder ziemlich genau die Hälfte. Und deswegen würden sie hier auch quasi sich zu Tode hacken an dem Feuerfresser. Was machen wir da jetzt Tolles? Das haben wir nämlich schon. Das hat übrigens in der Agra-Mission sehr geholfen. Also die verbesserten Sanitäter. Das schnelle Heilen ist wirklich sehr gut. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erforschen brauchen, da. Naja. Wir brauchen durch das verbesserte Heilen brauchen wir nicht so extrem viel Medics. Und die können wir eigentlich auch in den Baracken bauen, in denen wir, also in den Kasernen bauen, in denen wir Tackle-Bohre angeschlossen haben. Sonst würde ich sagen, wir erforschen das und können dann aus Kasernen mit Reaktoren gleich 2 Sanitäter herauspumpen, was natürlich auch cool wäre. Brauchen wir aber, glaube ich, wohl eher nicht. Dann werden wir die Schockmunition werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Ich nehme das hier. Das nehmen wir mal. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Das können wir vielleicht nehmen, die 10 Treffer von Back. Kann ganz gut sein. Die Marodeure mit 70 Trefferpunkte, der mit Rüstung. Tja, was nehmen wir da? Ja, nehmen wir die Marodeure mit den Trefferpunkten. 25 ist nämlich ganz schön viel. Aber dann haben wir eh nichts mehr. Die hätten wir vielleicht kaufen sollen, aber... egal. So, fertig mit dem... Oh, cool. Ein scheiß cooler Feuerfresser. Gar nicht mal so schlecht. Was ist das? Oh, ein Marodeur. Ja, sehr schön. Gehen wir mal... Schiffsmesser waren wir schon. Forschung. Ja, Forschungspunkte gibt es für Zerg und Protoss und da müssen wir immer Artefakte oder so Zerg-Konkons finden. Offenbar. Gut. Schauen wir uns noch die nächsten verfügbaren Missionen an. Meinhof und Redstone. Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Gut, da bekommen wir Zergforschung, da wir aber Zerg schon eigentlich... weil sie fertig erforscht haben, werden wir wahrscheinlich Redstone nehmen. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Okay, dieser Gabriel Tosh wird noch interessant werden, soweit ich das mitbekommen habe in der Story. Also werden wir wahrscheinlich Redstone machen. Machen wir das noch heute? Nein, machen wir das nächstes Mal. Und bis nächstes Mal wünsche ich euch natürlich viel Spaß. Für euch wird die Pause natürlich wieder kurz, für mich etwas länger. Und wir sehen uns wieder, wenn ich wieder StarCraft 2 spiele.